Seite oder ein Looping kann man gar nicht so einfach machen. Welcher Seite ist denn das? Da drüben das Gebäude, was an der Straße endet. Das ist wirklich nicht einfach. Da drin ist los. Den Rebellen Verstärkung angefordert. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Zwei Sicarios. Sag mir wo. Neben dem Hauptquartier. Das war's schon. Schnell rein, schnell raus. Viel Spaß noch. Eröffne Feuer. Einfach abbrechen. Ja, so schnell geht's. Hier ist so eine Netzwerkantenne, ne? Kann das sein? Kann nicht sein, okay, schade. Unidad. Das gefällt mir. Sie aufgescheucht. Was ist denn bei euch los? A todas las unidades, comiencen el ataque. Was? Okay, Ich habe Pakatari um Verstärkung gebeten. Jetzt müssen wir angreifen. Der Scharfschütze hat uns anvisiert. Eröffne das Feuer. In nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Alarma encendida. Un helicóptero de batalla ya va en camino. Ich habe Aufklärung durch die Rebellen angefordert. Die haben keinen Saft. So. Ja, haben wir doch noch geschafft. Seid ihr okay? Eine Unidad-Patrouille. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Nein, haben wir nicht. Tschüss. Und sind wir weg.
Das war's. Alle okay. Gut. Hey. Waffenkiste. Wo ist unser Heli? Da drüben. Ich hab gerade Rauchen gesehen. Immer diese Raucher. Ja. Dann machen wir hier zu der Mission kurz. Müssen wir mal gucken, was wir in welchem Dings wir da machen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Chidos Auto. Das ist jetzt nur hier. Wolltest du nicht. Als Kind hast du dir das an. Bewegung, das geht gleich hoch. An. Ich hasse euch, ne? Elchidos Auto machen wir dann. Erstmal Sicario einschüchtern und dann, was haben wir? Was stand da gerade? Sie haben bereits alle Aufwertungen für verstellt, weil ich egal, machen wir trotzdem. Abflug. Wir sind Tangos, ziemlich nah. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Ich gehe in Position. Eine bessere Schusslinie. Eine gute Schusslinie. Roger, Ziel markiert. Ziel erfasst. Bin bereit. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Okay, Ziel markiert. Das Ziel ist weg. Hey, ich werfe eine Blendgranate. Fuck, die Kugel war tödlich. Wir können einer Leiche keine Angst machen. Scheiße. So viel zum Thema Blendgranate, ey. Ganz ehrlich, ich hasse es. Ziel markiert. Eröffne Feuer. Mist, aufgeflogen. So viel zum Thema Blendgranate. Ehrlich. Was zum Teufel? Sauber hier drüben. Schön Blendgranate war das. Geil. Großes Kino, wirklich, Leute. So, da wir einen Ausrüstung mit Funkwagen. Wir können das jetzt hier einfach mal machen. Walker möchte das Treffen zwischen Daniel und Bowman untersuchen. Was anderes war außer Fertigkeitpunkte, aber die machen wir gleich. Wir haben eine neue Waffe, beziehungsweise nicht wir, sondern wir haben ein neues LMG im K. Das bringt nichts. Oh, geil. Hi Walker, du Verräter, du. Da seid ihr. Darf ich euch mein Team vorstellen?
Oder besser die Reste davon. Tut mir leid. Die Unidad hat sie mit einer Hightech-Drohne zur Strecke gebracht. Die nötige Technik haben sie von diesem Ingenieur, diesem Daniel. Das ist nicht Bowmans Schuld. Und ob. Ihre und die der CIA. Sie haben diesen Verräter gedeckt, als er Technik verraten hat, durch die meine Männer starben. Gute Männer. Ich schicke die Jungs ein letztes Mal nach Hause. Aber ich verlasse Bolivien erst, wenn jemand dafür bezahlt hat. Ja, das ist schrecklich. Aber bevor wir an Vergeltung denken, lass uns rausfinden, worum es bei dem Treffen geht. Video verfügbar. Y'all are ghosts. Top-tier operators, the quiet professionals. Was? Bravest of the brave, tip of the spear. All that and a bag of chips. But even a bad motherfucker needs help once in a while. Good thing for you. I'm a ghost too. Operation Oracle. Okay. Lol, weird. So, können wir? Frage? Oh, ich will jetzt nicht ein neues Gerät. Ich hasse euch. Wir sind überall Farmen. Wie zum Teufel sollen wir da die richtige finden? Glaubt ihr wirklich, ich lasse den Ingenieur gehen, ohne ihn wiederfinden zu können? Ich habe ihm einen Sender untergejubelt. Folgt einfach dem Signal. Es wird euch direkt zu ihm führen. Scheiße, Unidad. Das ganze Gebiet ist umstellt. Es könnte eine Falle sein. Bowman hat vielleicht Ärger. Ich empfange das Signal des Senders. Es kommt von einem Haus, dort drüben. Genau in der Mitte von diesen Unidad-Soldaten. Wir müssen weiter. Sie sehen dich gleich. Verzieh dich. Setze Drohne ein. Roger, ich gehe auf neue Position. Gehe auf neue Position. Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Bin schussbereit. Auf Zivilisten achten. Wir wollen achtet auf eure Zielrichtung. Das Ziel. Greife an. Der Tango weiß, dass Tango getötet. Bowman ist nicht hier. Aber Daniel fühlt sich wohl bei diesen Culeros. Glaubt ihr, Bowman hat Ärger? Das heißt jedenfalls nichts Gutes. Oh, Scheiße! Du Hurensohn! Okay, Arschloch. Du hast eine Chance, richtig zu antworten. Wo ist Bowman? Ich... Wo ist Karen Bowman? Die Unidad hat sie... Ich hab sie verkauft. Lo siento, ich hatte keine Wahl. Ansonsten hätte ich das Land nie verlassen dürfen. Por favor, ich will doch nur zu meiner Familie. Wo haben die sie hingebracht? Basis Yagua in Flor de Oro. Bitte, ich sag doch, ich hatte keine Wahl. Für sowas bin ich nicht gemacht. Ich bin nur Ingenieur. Darf ich mal kurz? Er gehört dir. Okay. Er war Amerikaner. Ja, richtig. Er hat sein Land verkauft. Jetzt müssen wir Bowman finden, bevor die Unidad sie bricht. Machst du dir jetzt Sorgen wegen Bowman? Bowman ist mir scheißegal. Sorgen machen mir die Informationen in ihrem Kopf. Sie kennen meine Familie. Kennt sie deine auch? Solche Informationen setzt Santa Blanca gerne ein. Weißt du, was ich meine? Gehen wir. Ach du heilige Scheiße.
Das soll jetzt wieder, ne? Von vorne. Wir können Chidos Auto, sein Markenzeichen, wird nach Uma Marka gebracht. Schnappen wir uns die Kiste und nehmen ihm seine Glaubwürdigkeit. Mal sehen, wie die Fans das finden. Dadurch, dass die immer im Kreis fahren. Bewegung auf der Straße. Sieht nach Unidad-Konvoi aus. Ich sehe Truppen plus Funkwagen. Wir könnten ihn ausschalten und den Rebellen die Funkausrüstung übergeben. In dem Truck ist Zeug, das wir brauchen. Lass ihn ganz. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Frage. Wenn wir die Drohne hier mit EMP ausstatten. Müsste er doch trotzdem funktionieren, oder? Halt, die werden dich sehen. Begleitfahrzeug zerstört. Sind alarmiert. Funkwagen gesichert. Kataris Leute sind unterwegs, um das Zeug zu holen. Eröffne das Feuer. Moin. Ja. Ich glaube, das waren alle. Festhalten, Leute. So, dann machen wir jetzt nach hier vorne. Ziemlich viel.
viele Lichter und Schalter hier drin. Wir haben so viel Funkausrüstung, ne? 14.000. Wo wir die eigentlich gar nicht so dringend nötig haben. Der hat doch noch, der wird doch noch, also verarschen kann ich mich selber. Also der hätte doch noch locker gefahren, also nee. Weird. Draußen ist irgendwie gefühlt Silvester. Wunder mich hier gerade, ob hier jemand schießt oder was. Ich bin der Pilot. Alles gut, fahr los. Dafür bräuchten wir noch einen Fähigkeitspunkt. Bereit, dreh auf! Der wäre hier drüben. Vierzig Meter, heilige Scheiße. Fliegt. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ist mir noch egal, Mann. Wir wollen keine Zivilisten töten.
die Unidad-Typen sticken. Schieße! Granate fliegt. Nehm das. Begleitfahrzeug sperr ich. Das war ein Zivilist, du Idiot. Tschüss. Dass das MP auch gar nicht gewirkt hat, ne? Der ist ja einfach weitergefahren. Achso, apropos MP. 10 Kamedi. Aussuchst du. So. Das war ein Rebell, Mann. Du hast gerade einen Rebell umgelegt. Ja. Einfach ein paar Rebellen umlegen. Kennt man noch. Wir haben ein Lagerhaus ausgemacht, wo das Equipment für El Chidos Konzert gelagert wird. Mhm. Wir werden es mit Hilfe des Promotrucks ausschalten. Sie müssen ihn nur noch stehlen. Erstmal Sicario. Ich bin bereit. Passiert dann aber höchstwahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Also das heißt höchstwahrscheinlich, haben wir fliegen noch mal anderthalb Minuten dahin. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Los, komm, trau dich.